Moin Leute, willkommen zurück. Ich habe ja jetzt ein bisschen länger kein Video gemacht. Das liegt daran, dass, wie vielleicht schon gesehen habt, Woche 4 und 5 dieses Programms nur zwei Trainings haben und deswegen fasse ich das jetzt zusammen. Also dieses Video Woche 4 und 5 des Candido-Bankdrückprogramms. Und ja, sehen wir jetzt hier Woche 4 an der Excel-Datei 140 bis 145, 10 mal 3. Und dann hätte eigentlich ein Close Grip Bench PR Peak Set stattfinden sollen für 15 bis 20 Wiederholungen. Das habe ich leider zeitlich nicht mehr geschafft. Also ich hatte nur eine Stunde Zeit zum Trainieren. Und naja, 10x3 Bankdrücken ist halt schon ziemlich lang. Und ja, da habe ich dann halt die Stunde verbraucht und dann musste ich weg. Hatte leider keine Zeit mehr für das Close Grip Bench. Aber was kann ich dazu sagen? 10 Sätze, 3 Wiederholungen. Ich habe natürlich die 145 genommen. Ich habe immer versucht, das höhere Gewicht zu nehmen. Und so steht es ja auch. Immer versuchen, das höhere Gewicht zu nehmen, wenn man es denn schafft. Und ja, bin durch die 10 Sätze eigentlich ganz gut durchgekommen. Aber ist ja, wie gesagt, auch das Leichteste noch von den schweren Sätzen. So, dann Woche 4, Tag 2. Wird es nämlich entsprechend schwerer. Da haben wir dann 142,5 bis 152,5. Also schon ein ziemlich großer Unterschied, was man denn nehmen kann. Und ich habe mich dann wieder natürlich für das höchste Gewicht entschieden. 152,5. 5 bis 10 Sätze steht ja dann aber. Da habe ich dann einfach gedacht, okay, machst du auch 10. Aber es sind dann am Ende, glaube ich, nur 7 geworden. Also irgendwann war ich dann auch fertig. Das war dann schon wirklich ziemlich schwer, die 152 Kilo. Ihr seht das auch in den Sätzen, mein Arsch geht hoch. Daran muss ich echt noch arbeiten, das seht ihr jetzt. Ab jetzt ist es immer so. Also die nächsten Workouts sind so schwer, dass auch immer mein Arsch hoch geht. Ja, muss ich daran arbeiten, also das Gewicht geht halt hoch. Ich versuche halt immer so den Arsch unten zu lassen, aber ja, es geht halt nicht immer, ne? Und es ist halt wirklich so, dass ich denke so, ich schaffe aus eigener Kraft hoch, aber nur wenn ich den Arsch hochnehme. Und ja, nach IPF und BVDK darf das halt nicht sein. Und daran muss ich halt deswegen arbeiten, wenn ich dann auf Wettkämpfe gehen will. Aber das kriege ich dann, denke ich mal, noch rechtzeitig hin. Und wenn, dann nehme ich halt einfach, keine Ahnung, 10 Kilo weniger, als ich schaffen würde, wenn ich halt den Arsch hochnehme. Ja, so, dann gehen wir jetzt mal zur Woche 5. Tag 1. 152 bis 157. 3x3, also jetzt nochmal schwerer, ihr seht's, letzte Woche waren es auch 145, jetzt sind es 157, also schon 12 Kilo mehr, 12,5 im Vergleich zu letzter Woche, für ein 3x3, also auch die Sätze deutlich verringert und ja, das habe ich auch ziemlich gut durchgezogen, bis auf den letzten Satz, musste mir ein Ticken geholfen werden. Musste mir, glaube ich, wirklich, also auf dem Video sieht es ein bisschen flüssiger aus, aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den alleine echt noch gepackt hätte. Das war echt, fand ich ganz gut, dass er mir geholfen hat, obwohl ich sonst mich meistens immer aufrege. Und dann haben wir endlich Woche 5, Tag 2. Ich sollte einen 5-Rep-Max setzen und das war natürlich wieder eine schwierige Sache. Was ist denn mein 5-Rep-Max? Und man hat meistens nur One-Shot, weil wenn du deinen ersten 5-Rep-Max verkackst, bist du einfach schon so K.O., dass du praktisch danach wahrscheinlich keinen 5-Rep-Max mehr machen kannst. Das heißt, auch wenn ich praktisch einen 150er vielleicht geschafft hätte, wenn ich den 147er für 5 Wiederholungen versucht hätte und es geschafft hätte, wäre ich höchstwahrscheinlich so K.O., dass ich den 150er nicht mehr probieren könnte. Danach würde ich ihn dann sozusagen nicht mehr schaffen, obwohl ich ihn, wenn ich ihn als erstes genommen hätte, geschafft habe, falls ihr es versteht. Aber ich habe 5 Wiederholungen mit 150 Kilo geschafft. Was ich mir sozusagen dann ausgesucht habe, da bin ich das Risiko eingegangen. Aber bam, hat funktioniert. Und danach eben 5x3, hier steht 325. Ich denke mal, das ist ein Fehler in diesem Programm, dass er das einfach nicht von Pfund umgerechnet hat in Kilogramm, denn ein Kilogramm würde Sinn machen. Das sind nämlich 147,5 Kilogramm und ja, die habe ich dann eben 5x3 gemacht. Das war es dann auch für diese Woche schon und ja, morgen mache ich den Maximalkrafttest
Und hoffentlich kommen dann 170 Kilo dabei raus. Und sonst sage ich dann erstmal tschüss. Jo, ganz vorbei ist es noch nicht. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich danach wieder mit Deadlifts angefangen habe. Die habe ich ja seit dem Bankdrückprogramm nicht mehr gemacht, also seit ein paar Wochen. Bin erstmal ganz entspannt wieder mit 3x5, 180 eingestiegen, auch ohne Gürtel und so weiter. Es war trotzdem eine ziemliche Qual, weil mein ZNS war richtig im Eimer nach dem Bankdrücken, 150 für 5 Wiederholungen. Und ich glaube, das lag auch ein bisschen am Booster und so weiter, also auf jeden Fall. Ich war richtig weg. Also ich lag am Boden sozusagen und wollte eigentlich nur irgendwie schlafen, weiß nicht. Also ich war richtig fertig, aber ich habe es noch irgendwie durchgezogen, sonst 180 ist halt vom Gewicht nicht so viel, ne? Aber es war schon gerade noch eine Qual und weil ich nur aufs Bankdrückprogramm geguckt habe, nicht mehr dran gedacht, dass ich ja noch Deadlifts gemacht habe und deswegen, ja. Jetzt ist aber, ach so, und den Maximalsatz im Overhead Press habe ich auch vergessen zu erwähnen. Der kam auch vorhin schon, ne? 14 Reps mit 60 Kilo. Leider nicht 15 bis 20, glaube ich trotzdem gut. Und dann, ciao.